Müssen wir unterwegs noch ein paar Kämpfe machen. Durch die kriegen wir erfahrungsgemäß ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Erstmal eine Kuh schubsen. Das muss doch hier ganz in der Nähe sein. Ein bisschen Mondstein sammeln. Und diesen traue ich mich gerade nicht. Oh, toll. Fantastisch. Anderes überlebt. Zurück damit. Ja, da war der Knabe, benutzen wir ihn nicht. Zu leicht. Sieht ihn wieder mit seinen eigenen Steinen. Das war wirklich knapp. Nö, war's nicht. Stapel Fische liegt da rum. Der war wahrscheinlich vom Troll. Soll ich noch besiegen? Ich glaube, ich kenne Erfahrungspunkte, aber... Und alte Magiepunkte. Es bringt was, Gegner zu besiegen. Quests bringen auch noch mal ein bisschen was an Erfahrungspunkten rein. So wird das schon irgendwas. Kobold haben wir jetzt keine mehr. Wenn sie das Leben schwer machen wollen.
Fragezeichen. Sieht doch hier jemanden. Und der Straßenköter. Gut, am anderen Ende des Ufers, da müssen wir mal über die Brücke rüber. Da laufe ich mal lieber, dann können wir unterwegs noch ein paar harmlose Gegner besiegen. Ich will mal gucken, was er zu verkaufen hat. Hallo, haben Sie etwas zu verkaufen? Das habe ich. Mein Name ist Rohan Prakash. Willkommen im ältesten Laden in der Gegend. Wirklich? Wie lange sind Sie schon im Geschäft? Naja, ich selbst führe ihn noch nicht so lange. Aber mein Vater führte ihn lange Zeit, bevor er krank wurde. Oh, wie schade. Das mit Ihrem Vater tut mir leid. Oh, er ist noch am Leben. Er würde zu gern selbst wieder arbeiten. Aber bis er das wieder kann, führe ich den Laden für uns beide. Doch lassen Sie uns lieber über Ihr Wohlbefinden sprechen. Sie sind sicher ebenso besorgt wegen des Koboldaufstands und der schwarzen Magier wie wir. Selbst die Sumpfkrattler sind durchgedreht. Aber unser Laden verkauft Waren, die Ihnen helfen können, sich vor all dem zu schützen. Da braucht man keine Sorge mehr zu haben. Und kommen Sie jederzeit wieder. Vielen Dank, Mr. Prakash. Ihrem Vater und Ihnen viel Glück. Das weiß ich zu schätzen. Was verkaufen Sie hier? Sehen Sie sich um. Nun, Besen. Flugmeisterbesen. Schmeidiger Besen, der die Luft durchschneidet wie ein Trank, meist seinen Zutaten. Aha. Kauf mir den doch mal. Hervorragender Kauf. Bin in der Pleite. Das ist ein guter Trank, den kaufe ich mir. Kann man gebrauchen. Vielen Dank. Hoffentlich bis bald mal. Na, dann schaue ich mir den nochmal an. Nachtstänzerbesen. Das ist der Flugmeisterbesen. Okay, der hat da so einen Kesselbund dran. Interessant. Ich mag unseren Besen am besten, aber können wir mal ausprobieren. Ein bisschen putzig der kleine Kessel dort, aber Kobolde. Ich werde dich tun. Mal wieder aufgeräumt. Gibt's noch mehr Trubel? Jetzt hätte man die.
hier nicht schon mal. Jetzt mal die Verstärker. Okay, wieso kommen wir da nicht hoch? Ich meine, dafür gibt es eine schnelle Möglichkeit, da hochzukommen. Sparen wir uns einiges. Das kommt mir aber sehr bekannt vor. Kleines Mundteil! Einfach. Ich mag streng vielleicht. Die Schülerin da hat uns frei. Die Schülerin da hat unsere Bombe zerstört. Auch verlieren. Ich hab auch noch, ich hab keinen Trank. Ach, wenn die Schülerin bitte sind. Kurz zum Ausweichen. Die Welt der Zauberei wird sich uns endlich ergeben müssen. Aha, deswegen. Stufe 3. Euch ergeben. Hat man nicht mitbekommen, was mit Reinhold passiert ist. Und bald werden wir das nächste Behältnis finden. Na, davon gehe ich aber manch aus. Besen wollte ich mal umsatteln. Das ist nicht so viel besser. Um deine Fehler einzusehen. Tja, Trank. Wir müssen mal neue Tränke brauchen, dann kann man das checken, ist nicht, wenn der rote Wünsche zurück sind. Mit deinem Felsen. Das ist ein bisschen unfair von hier oben. Das ist noch unfairer. Ich habe es London gespürt. Hier gibt es eine Höhle oder was? Hier gibt es eine Flohflamme. Hätte ich nichts dagegen, die mal zu aktivieren. In dem Haus hier, oder?
Aha. Jemand muss den Kobold mal sagen, dass sie verloren haben. Mit dem Boss tut das. Dass sie keine Chance mehr haben. Können sich eigentlich gleich selbst ergeben. Unnötig zu kämpfen. Oh, das wollte ich nicht. Ich hab letztens. Sorry. Nennt man dann wohl einen Nahkampf. Das geht mühselig voran. Ich mit der Questabgabe. Ein bisschen schneller. Hier ist lang. Kühe und Ochsen foltern mit Arrestmomentum und Schwebezaubern. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Allerdings. Wir mehr ein Tier auszu. Oh, hallo! Schon Glück mit Guinara gehabt? Allerdings. Miss Moffat, ich habe Guinara gefangen. Das ist ja unglaublich. War es denn sehr schwer? Sie war schwer aufzuspüren, aber letztendlich habe ich es geschafft. Oh ja, ich weiß. Nun, kann ich sie jetzt haben? Ich immer. Den Schaden von anderen ausnutzen. Ja, aber ich erwarte eine Bezahlung. Das ist wohl angemessen. Ich weiß, wie schwer es gewesen sein muss, sie zu fangen. Sie hat einfach so herrliche Federn. Ja, ich hab damit den teuren Besen gekauft. Die allerschönsten Kleider machen. Und sie hätte natürlich auch ein gutes Leben. Danke, dass Sie mir Guinara gebracht haben. Ich werde auf Sie achten und Ihre Federn nur sparsam haben. Aha. Ein besserer Schlafmantel. So, Quest bestanden. Nichts Neues. Neuer Look. Warte, da haben wir doch. Sie haben neue Sammlungssachen. Neuen Troll. Und dann eine Klamotte. Die Besensammlung kann man auch voller machen irgendwann. Brief vom Ministerium
Wie ist die? Oh, die wollten wir auch noch verkaufen. Vielleicht kommen wir ja irgendwie mal bei Hogsmeade vorbei. Hier haben wir noch eine tierische Quest. Da hätten wir hier in einer Höhle eine Flohflamme. Die wäre es mal gut zu aktivieren. Ich würde mal sagen, dann fliegen wir hin. Und ich doch lieber den hier. Einen neuen Auftrag oder was? Wer die nicht gerade eine Pergamentrolle im Schloss putzt, ja, vom Tisch. Okay, das ist die Begriffskiste, die ich gerade angenommen habe. Wenn wir dann schon mal hier sind, kommen wir nochmal. Wenn es uns das Spiel heute erlaubt, mal ein bisschen die Besenquest üben. Das war der beste. Besenwettrenner werden. Sieht doch aus wie ein Künstfeld, oder nicht? Ein sehr kleines. Sehr provisorisches, aber. Die drei Ringe und die Säcke dahinter, sag ich mal. Sind ein starkes Indiz. So, hier rein würde ich mal. Oha! Wir wimmen jetzt zum Gegnern. Wer wäre Ärger? In den meisten Läden in Hogsmeade kennt man mich. Du bist die Rotznase-Schwester. Du hast den Kobold-Helm geklaut. Bist du stolz auf dich? Das heißt, dass ich Hallo rede. Hallo würde ich gar nichts mehr machen. Oh, der, oh je. Ich gucke zu, dass mich aus deinen Augen verfehle. Du nennst ihn besiegt. Soll ich dich trollen? Ich weiß, dass du aggressiv zu probieren hast. Sag das Richtige. Jetzt liegt das schwarze Magie. Schlecht dran.
mal besuchen. Hier sollte ich vielleicht nicht allein aufschlagen. Och, wieso? Wir haben schon andere Bosse besiegt. Das ist jetzt hier wirklich kein Hindernis. Als ob mein Charakter noch Angst alleine haben muss. Ist ja hier wirklich. Wir mussten das Pergament, was wir mitnehmen sollen. Hier. In der Festung Feuer, Eis, ein Drachenfeuerrätsel und in der. Der Ort auf der Karte ist nicht weit von hier entfernt. Dann schauen wir da mal vorbei. Können wir hier noch irgendwie rein? Das Brezeln. Ich bin die Schlossbewohner, mein Herzsagen. Wenn das nicht. Ich will mal ein bisschen aufräumen. Hat er sein letztes Tierwesen gefangen? Er streichelt die Dinger. Sollte ich nach? Das hin. Willst du mir etwas schwarze Magie? Möchtest du lieber wieder runter? Das krieg ich von alleine. Iona Morgan. Ja. In welcher Eintrag denn? Hey, Doktor! Und nicht herum wie ein Billig! Wie viele Hexen und Zauberer hast du schon erledigt? Einige. Unzählige. Bricht der Computer gerade zusammen. Na komm. Da war die Mauer im Weg. Jetzt bist du für Harlow büßt. Sich anders. Ja, warum sollte ich? Den habe ich auch gar nicht mehr. Wonach sieht's denn aus? Da sehe ich schüchtern aus. Wie kommt das vor? Lieber, lass
Jetzt müssen wir ein bisschen Verteidigungszaum einsetzen. So, ist hier mal ein bisschen Ruhe eingekehrt. Revelio. Hier ist eine Truhe. Ihre Tauben. Finde ich den Schatz anhand von Henriettas Karte. Aha. Gucken wir mal. Okay, hier ist ein See in dieser Form und unten am Nuppelgurt von dem See ist eine Festung mit einer Höhle. Okay, schauen wir mal auf die Karte. Ein See, der ähnlich aussieht. Gibt es das hier irgendwo in der Nähe? Und am Fuß eine Festung. Hier. Festung gibt es denn hier? Und das noch in der Nähe von dem See? Ist ein Troll versteckt? Das hilft mir gar nicht so sehr weiter. Okay. Hier haben wir eine Karte. Ich auch. Ja, Stufe 32. Erinnert mich an damals, als ich in Gringotts fast aus einem Wagen gefallen bin. Heute wollte ich nicht mehr rausfallen. Ich passe da gar nicht rein. Ein einzelner Kumpels. Hallöchen. Manrock hat euch alle in den Untergang geführt. Sure. Wo finden wir jetzt? Besagten Ort für die Karte.